Ja? Laufen wir. Das war jetzt Kevins Idee, ne, dass wir uns jetzt hier so hinstellen. Ne? Das wollte ich nur mal, dass die Zuschauer das wissen. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von unserer Seite. Und zwar habe ich euch Anfang des Jahres gesagt, es gibt mal ein extra Video oder es wird jetzt einige Videos geben zum Thema Sonder-Kfz und Baroon Industries. Das hier ist der Herr Krämer. Herr Krämer? Sebastian Krämer. Mit dem wir das mehr oder weniger zusammen machen, beziehungsweise das ist sein Baby hier, Baroon, und wir machen die technischen, den technischen Part. Und jetzt wolltest du, glaube ich, runterkommen, oder müssen wir noch weiter erzählen? Nee, ja, dann komm mal wieder runter und dann geht's weiter, ne? Genau. So, herzlich willkommen hier unten. Achso, habe ich dir, bin ich dir ins Wort gefallen? Nee, du kannst. Ich kann. Und zwar, ihr habt, glaube ich, gerade schon gesehen, stehen einige rote Autos da. Es ist relativ viel aktuell auch. Wir haben jetzt Anfang 2020, das ist auch gut so. Und warum, weshalb? Ich habe euch das ja schon erklärt in dem einen Video. Wir haben gesagt, wir wollen uns da ein bisschen weiter aufstellen. Es war damals seine Idee, da kommt er jetzt auch gleich zu. Hat mich damals gefragt, hier, hör mal, könnt ihr uns oder könnt ihr mir nicht, du hast doch Mechaniker, ich habe sie nicht. Ich habe die Idee, ich habe die Möglichkeit, könnt ihr für uns nicht oder für mich nicht die technischen, den technischen Umbau von den sogenannten Sonder-Kfz im Bereich Feuerwehr übernehmen. Und okay, klar, um die Auslastung zu schaffen, um da mal das ein oder andere zu machen, haben wir das dann auch relativ schnell angefangen. Und ich muss sagen, es ist dann vom ersten Tag an echt gut gelaufen. Und das hat uns jetzt auch zu entschlossen, dass wir das wirklich als Standbein erweitern wollen. Und da kann der Sebastian euch auch mehr gleich mal so in die Technik einführen und auch mal sagen, wie das so dazu gekommen ist und warum er. Wie gesagt, ich bin jeder Feuerwehrmann. Ich habe auch keine technische, spezifische, keine Kenntnisse, was so ein Feuerwehrmann braucht. Ne? Hat er nicht. Habe ich nicht. Ich habe nicht, ich habe keine Erfahrung, aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, es ist echt sehr spannend und ihr werdet sehen, das ist auch mehr als nur ein bisschen Blaulicht und immer rot kleben. Ne? Also es ist schon teilweise echt abwechslungsreich und aufwendig. Aber dann mal mehr hier zum Sebastian. Kann ich dir mal vorstellen. Ja. Ne? Die Leute kennen dich aber auch schon aus ein paar Videos vielleicht, wenn ihr mal hingeguckt habt. Genau, man kennt mich vielleicht aus einem oder anderen Video. Krämer heiße ich, Sebastian, nicht Krämer, wie der Danny. Er lernt es irgendwann vielleicht noch. Kriegen wir nochmal hin. Ja, hab irgendwann mal angefangen mit dem Autohandel vor 13, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger dann, ne? 13, 14 Jahren mit dem Autohandel angefangen. Ja, durch meine Tätigkeit bei der Feuerwehr. Ich bin jetzt 28 Jahre bei der Feuerwehr in etwa, also schon eine ziemlich lange Zeit, haben wir halt irgendwann mal die Idee gehabt, wir bauen mal ein Feuerwehrauto, ne? Weil der Bedarf war halt da. Eine andere Kommune kam da auf uns zu und sagt, könnt ihr uns, ihr habt doch, ihr seid spezialisiert auf BMW, könnt ihr uns nicht mal ein X3 oder ein X1 als Feuerwehrfahrzeug anbieten? Das ist dann leider nicht zum Kauf gekommen, aber wir haben dann einfach gesagt, ist eine spannende Sache, ist ein interessantes Projekt. Wir bauen jetzt einfach trotzdem mal so ein Auto, haben das auch gemacht und das Auto war relativ zeitnah verkauft, war ein X1 und ja, so ist es dann irgendwann auch weitergegangen. Ne? Vielleicht noch kurz zum Hintergrund. Mein Anliegen ist es, oder der Antrieb ist es, den Feuerwehren günstig oder preiswerte Fahrzeuge, aber hochwertige Fahrzeuge auch irgendwo zu verschaffen. Es ist halt nun mal so, die Kommunen und die Gemeinden haben halt eben wenig bis kein Geld. Ja? Gerade im Bereich Feuerwehr, klar, das ist ein großes Thema, aber es fehlt halt an allen Ecken und Enden Geld. Früher war es dann tatsächlich so, dass die Feuerwehren hingegangen sind, haben sich ein gebrauchtes Auto gekauft, haben den mit der Rolle rot lackiert und haben dann da eine RTK 3, ich weiß nicht, sagt ihr wahrscheinlich nichts, ein altes Blaulicht drauf gemacht, zwei Kabel gezogen und dann war das ein Feuerwehrauto. Das geht heute in der Form nicht mehr, weil wir haben eine digitale Technik, wir haben eine CAN-Bus-Technik, wir haben eine digitale Funktechnik mittlerweile, noch nicht bei allen Kommunen, aber bei den meisten Kommunen. Wir haben jede Menge Sonderzubehör, was in den Fahrzeugen verbaut wird, sei es jetzt Funk, sei es eine Wärmebildkamera, sei es Gasmessgeräte, die mittlerweile immer größer und immer mehr Thema werden. Ja, und das haben wir uns einfach zur Aufgabe gemacht und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, so ein Auto halt auch schnell, wie du schon sagst, zu liefern. Also, sag mal, wenn wir das Basisfahrzeug hier haben, sei es ein Gebrauchter oder ein Vorführer oder was auch immer, ist halt so das Ziel, innerhalb von 8 bis 10 Wochen so ein Auto auszuliefern. Wir sind ein bisschen abhängig von den Herstellern, was jetzt, hier haben wir einen Rauersbalken drauf, auf dem Vito ist ein Henschbalken drauf. Die werden halt nach Kundenwunsch gefertigt. Sowas gibt es nicht auf Lager. Also können wir uns auch nicht auf Lager legen, außer genau. Kabelbaum und sowas legen wir uns mittlerweile auf Lager. Ne? Aber Funkvorbereitung legen wir uns auf Lager, aber wir legen uns keine Blaulichter auf Lager, weil auch jeder Kunde einen anderen Wunsch hat. Ne? Ja, kommen wir mal vielleicht generell, jetzt lernt der Danny auch nochmal was. Also in der Hauptsache wollen wir halt Kommando, oder machen wir Kommandowagen. Kommandowagen sind halt Führungsfahrzeuge auf PKW-Basis, ja? Also sowas hier wie so ein Tiguan
Oder zeigen wir gleich nochmal da hinten. Da gibt es auch nochmal verschiedene Sachen. Wir haben einmal offene Kommandowagen. Offen nennt man das halt so wie hier, wenn das Blaulicht offen sichtbar ist. Und dahinter steht diesen Q5 zum Beispiel. So, das ist ein getarntes Auto. Getarnt bedeutet, du kannst im Alltag einfach nicht erkennen, dass es sich um ein Feuerwehrfahrzeug handelt. Du kannst das Blaulicht da oben abnehmen, ne? So ein Kojak. Blaulicht obendrauf, die Blitzer und so weiter sind versteckt in der Stoßstange. Das heißt, wir bauen die Fahrzeuge, wir besorgen die Fahrzeuge, wir machen aber auch einen normalen Handel mit Gebrauchtfahrzeugen, weil das ist jetzt ein Auto, was wir so von Audi gekauft haben. Das ist ein Werksumbau gewesen, den wir jetzt einfach vermarkten. Und wir vermieten die Fahrzeuge auch. Also wir können auch hingehen, wenn jetzt eine Feuerwehr einen Unfall hatte mit einem Fahrzeug oder eine Lieferzeit überbrücken muss, dann haben wir Mietfahrzeuge im Bestand, um den Feuerwehren da über die Dauer auszuhelfen. Ne? Ja, das dazu. Ja, das ist jetzt halt, du wolltest, glaube ich, auf das Auto mal so ein bisschen eingehen. Ja, also grundsätzlich, was heißt eigentlich Feuerwehrauto? Die meisten, ich wusste es auch nicht, hättest du mir letztes Jahr gesagt, lass mal ein Feuerwehrauto bauen, hätte ich nicht gewusst, ist das viel Arbeit, ist es wenig Arbeit, was für ein Umfang ist überhaupt so ein Einsatzfahrzeug? Das ist ja auch von Feuerwehr zu Feuerwehr unterschiedlich. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel bei dem Auto, das war eigentlich schon ein Feuerwehrauto, aber aus Österreich, da haben wir jetzt eine ganz neue Technik verbaut. Da war vorher auch ein Rauers-Balken drauf, aber ein analoger Balken. Den haben wir jetzt komplett auf digital umgerüstet. Und dann kommen natürlich noch die Sachen für die Feuerwehr, die die individualisieren wollen. Das heißt, das Auto bekommt jetzt eine Dashcam, so mehr oder weniger als Unfalldatenschreiber. Das Fahrzeug bekommt einen Heckausbau. Wir haben hier eine ganz neue Sirenentechnik von Rauers verbaut. Wie gesagt, der Balken ist erst seit diesem Jahr auf dem Markt. Im alten Katalog noch gar nicht zu finden. Das Auto hat eine Freisprechanlage für den Funk bekommen, Funkeinbau. Hier ist es halt jetzt so. Wir sind jetzt kurz vor der Abnahme. Also übermorgen kommt der technische Prüfdienst der Feuerwehr. Das Auto geht nach Rheinland-Pfalz, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die müssen also auch abgenommen werden. Du kannst also nicht einfach ein Feuerwehrauto mit einem Blaulicht bauen und sagen, das ist jetzt ein Feuerwehrauto, sondern wir müssen ja hier unseren normalen TÜV machen. Wir müssen Sondergenehmigung bzw. eine Sonderabnahme TÜV für ein Einsatz-Kfz machen. Und dann kommt noch der technische Prüfdienst von der Feuerwehrschule und nimmt das Fahrzeug hier vor Ort ab und sagt, okay, das Fahrzeug, was ihr gebaut habt, in der und der Form, mit der und der Farbe, entspricht der DIN. Weil wir sind hier in Deutschland, alles läuft nach DIN-Normen, so auch bei der Feuerwehr, ist ein Kommandowagen, genauso wie ein Mannschaftswagen oder ein Löschfahrzeug, ist genormt nach DIN. Und da müssen wir uns natürlich auch dran halten. Ne? Kommen wir mal einmal kurz rüber hier zum Mannschaftswagen. Also auch, wie ihr sehen könnt, einfach ein Standard Vito. Das war ein Gebrauchtfahrzeug. Das ist ein Auto, was wir, glaube ich, auf Lager gekauft haben. Haben wir auf Lager gekauft, genau. Wir kaufen manchmal auch schon auf Lager, wenn wir ein passendes Basismodell finden, damit wir halt schnell liefern können, bauen das um, ohne dass wir wirklich einen Abnehmer haben, sag ich mal. Das ist ein Standardumbau, ist jetzt hier drin. Sprich, Blaulicht ist drauf, Funkanlage ist vorbereitet und ja, alles drin. Das heißt, wenn noch jemand eine Kleinigkeit haben will, können wir relativ schnell agieren. Aber so ein Auto haben wir innerhalb von 2-3 Wochen dann ausgeliefert. Das ist also auch das, was ich gerne haben möchte. Ich möchte immer Fahrzeuge auf Lager haben. Ich möchte immer Kommandowagen auf Lager haben. Ich möchte immer Mannschaftsfahrzeuge auf Lager haben. Mannschaftsfahrzeuge, Mehrzweckfahrzeuge. Mittlerweile ist Feuerwehr halt total individuell. Das heißt, wir haben auch ein Mehrzweckfahrzeug, können also auch die Rücksitzbank zum Beispiel rausbauen und bauen dann da ein Regalsystem oder einfach. Aber hier ist doch, wie gesagt, Blaulicht drauf. Es ist Funk drin. Der ist fertig. Ja, aber das ist ein Mannschaftswagen, ne? Das ist ein Mannschaftswagen, ja. Kann ich aber auch als Mehrzweckfahrzeug nutzen. Umbau, dass man da auch nochmal drauf eingeht, wie gesagt, das war jetzt extrem, ne? Der Tiguan, 3 Wochen, Standardumbau. Sondersignalanlage, sprich Dachbalken, Akustik, Funkvorbereitung. Heißt, wir schrauben eine Antenne aufs Dach, eine Kombi-Antenne. Die kann 4 Meter, die kann 2 Meter, die kann digital und die kann Tetra, also Digitalfunk. Wir bereiten die Verkabelung vor, wir legen den Sicherungsblock. Und Stromversorgung von außen. In dem Sicherungsblock, genau, dass man einfach nur ab dem Block abgreifen kann. Und wir verbauen in jedes Fahrzeug einen Lautsprecher, Dachlautsprecher zwischen den beiden Sitzen, den man auch regeln kann. Und jedes Fahrzeug bekommt eine Ladehaltung, damit die Batterie nicht leer zieht, wenn wir halt einen Funkverbau haben oder sonst was. Und da ist es unabhängig davon, ob es jetzt ein Mercedes ist oder ein Ford Transit ist oder ein BMW X1 ist, BMW X3 ist, ein Q5 ist, ein Tucson ist. Für diesen Umbau, Standardumbau, rechnen wir maximal mit TÜV-Abnahme, mit allem drum und dran. Wenn das Auto da ist und die Materialien sind da, kann man sagen, eine Werkwoche, also 5 Werktage, brauchen wir für einen Umbau, standardmäßig. Das kann man wirklich sagen, dann ist
alles abgedeckt. Standard, ja. Standard. Aber Standard ist halt immer weniger. Wir gehen auch auf die Wünsche ein, natürlich, der Kunden. Wenn der Kunde sagt, wir möchten jetzt noch wie bei dem Transit eine Umfeldbeleuchtung haben, wir möchten jetzt einen Heckausbau haben, wir möchten eine Heckverkleidung haben. Bei dem Vito, du kannst, ich gebe dir mal ein paar Bilder, Kevin, da kannst du später sowas mal einspielen, wie so ein Heckausbau oder wie ein Funkverbau, wie wir einen Funkeinbau gemacht haben bei den Fahrzeugen. Das kann man dann gleich ganz gut erkennen. Einzige Problem, was wir haben, ist Platz. Weil wir haben mittlerweile immer 5 bis 7 Autos hier, standardmäßig. Also es ist schon von Platzbedarf halt für uns gerade auch Kapazitätsgrenze, wie ihr seht. Es ist kein einziger Stellplatz mehr frei. Ja, das ist auch so ein Standard-Lagerauto, ne? Den haben wir gebaut auf Lager, der ist sofort verfügbar. Also wenn eine Feuerwehr halt ein Auto verunfallt oder aus einem technischen Defekt ein Fahrzeug verliert, können die sofort hier auf ein Lagerfahrzeug zugreifen. Der ist fertig umgebaut, Funk ist vorbereitet, Antenne ist drauf. Wenn du mal reingehalten hast, du hast halt die Steuerung der Sondersignalanlage. Das Auto hat auch eine Außensprechfunktion und eine Radioaufschaltung. Und oben im Dachhimmel siehst du den Lautsprecher für die Funkvorbereitung vielleicht. Ja. Dann glaube ich, ist ganz interessant, wenn wir demnächst mal den Vitus zeigen. Wir bauen jetzt 2 Vitus, bauen wir jetzt wirklich von Standard weiß, so wie hier. Das sind auch Ex-Bundeswehrfahrzeuge. Die sind halt jung, haben wenig Kilometer, sind im guten Zustand und die sind halt preisleistungsmäßig unschlagbar. Wenn wir so ein Auto umbauen als Gebrauchtfahrzeug, als neuer kostet der fast das Doppelte. Mhm. So, das Auto, die wir jetzt bekommen, einer steht schon draußen, die sind weiß, werden aber rot mit weißen Stoßstangen und komplett umbauen. Ne? Erzähl nicht zu viel, das ist wie gesagt, es gibt jetzt, die wir heute schon wissen, es wird 2 Umbaubegleitvideos geben, wo es nur um die Autos geht und das ist einmal der Tucson. Vom Serienauto zum Feuerwehrauto. Und es wird einmal das Video auf jeden Fall sein, die 2 Vitos, die aktuell so aussehen, die am Ende des Tages mit weißen Stoßstangen und rot foliert und komplett Umbau fertig sein werden. Das sind auch Sachen, die sind jetzt schon safe. Eine BMW das, vielleicht? Genau, wir haben noch ein Auto, wo wir, dürfen wir da jetzt schon drüber reden? Ich glaube schon, ja. Ja? Ja, wir bauen jetzt ein Auto für eine Messe, für eine Polizeimesse, die G-Pack. Wir dürfen das Auto, glaube ich, zeigen. Der steht draußen. Wir werden das begleiten und wenn das Video kommt, glaube ich, ist die Messe gelaufen. Okay. Aber das hat nichts mit Feuerwehr zu tun, ne? Nee, das wird ein Auto für die Polizei bzw. fürs BKA und ja, Einsatzkräfte. Also 3 Videos sind safe, wo wir euch die Sonder-Kfz einfach mal als einzelnes Projekt mitbringen. Und dann gucken wir mal, wie das Interesse da so ist. Mal gucken, wo es hier weitergeht. Ob wir mal, also mein Ziel ist klar, das kennt der Herr Krämer auch, dass ich das hier alles überhaupt mitmache. Ne? Echt? Ich will einfach mal so ein 30 Tonnen LKW oder 40 Tonnen LKW bauen. 40 Tonnen? Mit Leiter, mit Wasser, mit Blaulicht, mit Tatütata, also richtig mit viel Chrom, mit fetten Felgen. Kevin, weißt du, was ich meine? Ja, so wie in Amerika. Kevin, merkst du was? Jetzt merkst du, er hat echt absolut keinen Plan von Feuerwehr. Ne? Er hat null Plan von Feuerwehr. Ich habe davon keine Ahnung von Feuerwehr, aber ich mache das gerne mit, wenn ich irgendwann mal, wenn du mir so einen Auftrag anziehst. Ich mache auch extra LKW-Führerschein gerade. Ne? Das muss ja irgendwo auch los. Ich weiß gar nicht, wo wir 30 Tonnen haben bei der Feuerwehr. Aber wir finden was für dich. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ja, gut. Ja. Ich denke mal, für das erste Video, um das einfach mal zu zeigen, also wie es so weitergeht, was so der Plan ist, haben wir jetzt schon mal viel gezeigt. Sonst wird das den Leuten auch zu langweilig, glaube ich. Ich glaube, es kommt da noch viel. Ich glaube, wir können da noch viel mitnehmen. Und ich habe schon das Gefühl, dass das Leute interessieren könnte. Gerade, wie gesagt, ich bin selber lange in der Feuerwehr und da gibt es wirklich viele Leute, die auch da logischerweise technikbegeistert sind, weil die meisten Leute, die zur Feuerwehr gehen, sind technikbegeistert. Und ich glaube, die finden es auch ganz gut, mal das zu sehen, wenn es jetzt nicht von einem großen Hersteller geliefert wird, wo alles hinterm Vorhang passiert. Ja, machen wir. Und ja, vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Ja, danke schön. Ich habe versprochen, dass wir euch mitnehmen und bin mal gespannt, was ihr so zu den nächsten 3 Videos dann noch sagen werdet. Und dann schauen wir mal, was wir noch für Sachen haben. Dann nehmen wir euch auch natürlich weiterhin mit, wenn es euch interessiert. Und Daniel lernt noch ein bisschen was dazu. Ich lerne noch was. Und irgendwann bin ich auch in der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, wir arbeiten dran. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.